Obwohl wir ja nur eine relativ kleine PV-Anlage haben, hier unten blinken die beiden LEDs, dass man immer noch mehr Leistung ziehen kann. Hallo, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und eben hat es an der Tür geklingelt und hier sind so eine ganz dicken Pakete abgegeben worden. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, jetzt nach einem Jahr knapp Betriebszeit mit meiner neuen Solaranlage und dem Speicher, den Speicher zu erweitern. Ich habe bisher eine Speicherkapazität von 4,8 Kilowattstunden. Davon sind 90% nutzbar und das ist so ähnlich wie beim Elektroauto, dass immer ein bisschen Speicherkapazitäten nicht genutzt wird, um den Speicher ein bisschen zu schonen. Und ich habe mich jetzt entschieden, meinen Speicher zu verdoppeln. Deswegen hier die beiden dicken Pakete, die ihr hier sehen könnt. In jedem Paket ein weiteres Speichermodul mit 2,4 Kilowattstunden Speicherkapazität. Und ich möchte euch heute jetzt mal mitnehmen und euch zeigen, wie ich meinen Speicher erweitere. Vielleicht habt ihr einfach Lust, ein bisschen zuzugucken. Und das Erste, was wir machen, wir gucken mal gemeinsam in so eine Packung rein, was da eigentlich drin ist. Ich verwende ja ein Speichersystem mit Pylontec Speichermodulen und die Packung habe ich jetzt schon mal aufgemacht. Da ist erstmal drin die Betriebsanleitung, die ich auch schon kenne von dem System, was ich schon aufgebaut und in Betrieb habe. Können wir mal beiseite legen. Dann haben wir hier verschiedene Anschlusskabel drin. Da haben wir zum Beispiel hier erstmal die beiden Kabel, um die Module miteinander zu verbinden. Die Module sind ja hier bei diesem System immer parallel geschaltet, also ein Plus-, ein Minuskabel und natürlich das nötige Erdungskabel. Können wir auch mal beiseite legen. Dann haben wir hier Befestigungsschrauben, um die Module in das Rack einzusetzen. Und das Kommunikationskabel hier, das ist so ein kleines Cat6 oder Cat7 Kabel, um die Module miteinander nochmal per Datenleitung zu verbinden, damit die Batteriemanagementsysteme miteinander kommunizieren können. So, unter der schrecklichen Styroporabdeckung, die hier ganz schön klemmt, verbirgt sich dann das eigentliche Speichermodul. Hier ist nochmal ein Trockenmittel drin, damit es auch alles schön trocken bleibt, wenn es aus China hierher geschippert wird. Und hier haben wir auch schon das erste Modul in der Packung. Das werde ich jetzt mal rauswuchten, genauso das zweite. Und dann erstmal im Keller ein bisschen Ordnung schaffen, soweit alles vorbereiten, dass ich das einbauen kann. Und ich nehme euch natürlich auch dabei mit. Gucken wir doch vor dem Einbau nochmal auf die technischen Daten. Also wir haben eine Kapazität von 2,4 Kilowattstunden bzw. 50 Amperestunden, die Nominalspannung 48 Volt, die Ladeschlussspannung liegt bei 53,5 Volt. Ja, und das Modul ist im November letzten Jahres hergestellt worden. Und hier sind wir jetzt auch schon angekommen, dort wo die Module eingebaut werden sollen. Hier sind die beiden bisherigen Speichermodule, Nummer 1 und Nummer 2. Diese langen Kabel hier, die gehen zum Wechselrichter. Hier seht ihr diese kurzen Verbindungen zwischen den einzelnen Modulen. Und hier kommen jetzt noch die beiden weiteren Module rein, werden miteinander verbunden. Das Ganze konfiguriert sich dann von alleine. Ja, und da wollen wir mal an die Arbeit gehen. Das wird jetzt ein bisschen schwer, weil die Module wiegen doch einiges. Also erstmal runter mit den Modulen in den Keller und rein damit hier in diese Lücke in das Rack. Ja, ich habe jetzt im ersten Schritt erst einmal am Wechselrichter die Batterie sozusagen abgemeldet, habe auch hier die entsprechenden Kippschalter an den Batteriemodulen ausgeschaltet. Ihr seht hier, die LEDs sind ausgegangen. Und der Wechselrichter hat mir jetzt schon gemeldet, dass die Batterie nicht mehr angeschlossen ist. Und jetzt habe ich hier also auch die notwendige Sicherheit, um jetzt die Batteriemodule hier anzuschließen. Dazu werde ich jetzt erstmal hier die DC-Leitungen, die zum Wechselrichter gehen, entfernen, dann die Module einsetzen und dann die Module untereinander verbinden, dann die Datenleitung untereinander herzustellen. Ja, und dann
das ganze Ding wieder anzuschließen. Ach so, ganz wichtig noch, bisher ist dieses Modul hier oben das Kommunikationsmodul, was die Verbindung zum Wechselrichter herstellt. Das wird dann entsprechend hier nach oben verschoben zu dem neuen ersten Modul. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt also bereits die beiden neuen Speichermodule hier eingesetzt. Die sind noch nicht elektrisch verbunden. Ich habe allerdings bereits hier den Pluspol, der zum Wechselrichter geht, bereits von dem Modul hier nach hierher verlegt. Das ist ganz einfach. Das ist so ein Klicksystem. Da kann man gar nichts falsch machen. Und ich habe bereits die Datenkommunikationsleitungen unter den Modulen hier entsprechend schon eingesteckt. Das wird einfach eingeklickt. Und die Kommunikationsleitung, die zum Wechselrichter geht, ist auch von hier unten jetzt hier nach oben verschoben. Und was jetzt hier noch fehlt, das ist die elektrische Verbindung hier. Also das alles muss ja parallel miteinander verbunden sein. Das mache ich jetzt. Dann wird das ganze Ding eingeschaltet und dann war's das auch schon. Die elektrische Verbindung zwischen den Modulen habe ich jetzt entsprechend auch hergestellt. Immer von Plus zu Plus, von einem zum nächsten Modul und hier von einem Modul Minus zu Minus, sodass jetzt also alle Module hier also parallel geschaltet sind. So, jetzt fehlen noch die beiden Erdungskabel und dann kann's losgehen. Wir sind soweit, das System zu starten. Ich aktiviere jetzt erstmal hier über die Kippschalter die einzelnen Module. 2, 3 und 4. Die Kabel muss ich noch ein bisschen ordentlicher legen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass alles funktioniert. Dann hierüber das ganze System starten. Ihr seht, dass jetzt überall die LEDs angegangen sind. Die Module kommunizieren jetzt untereinander. Das heißt, die Batteriemanagementsysteme werden dann jetzt in den nächsten Stunden die Module ausgleichen, sodass sie gleichen Ladezustand haben. Ihr könnt zum Beispiel sehen, dass jetzt aktuell bereits schon geladen wird. Hier unten blinken die beiden LEDs. Diese Module haben also einen etwas geringeren Ladezustand. Diese beiden hier blinken nicht. Die sind also im Wartezustand. Und das System wartet jetzt darauf, dass der Ladezustand bei allen gleich ist und dann sind sie synchronisiert. Ja, also Click and Store könnte man auch sagen, klicken und speichern. So einfach geht das. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen aufräumen, das ein bisschen ordentlich machen und dann schauen wir mal gemeinsam in die App. Wir müssen ja auch noch die erweiterte Kapazität eintragen, damit wir korrekte Werte angezeigt bekommen. Ja, ich wollte euch jetzt sozusagen so die ersten Erfahrungen mitgeben aus etwas über einer Woche mit dem erweiterten Speicher. Und ich bin in dieser Woche zu irgendwie gar nichts gekommen, hier irgendwie weiter Ordnung zu schaffen. Es war einfach so wahnsinnig viel zu tun. Von daher seht mir nach, dass es hier noch ein bisschen wüst aussieht. Aber ich kann euch jetzt zumindest schon mal die ersten Erfahrungen mitteilen. Das Erste, was ich sagen muss, ist, ich habe natürlich am Ende letzte Mal ein bisschen Quatsch erzählt. Denn natürlich muss weder im Wechselrichter noch in der App oder sonst irgendwo die erhöhte Kapazität, da sind ja jetzt 9,6 Kilowattstunden statt vorher 4,8 irgendwie eingetragen werden. Das macht das System natürlich komplett alleine. Da muss man also nichts machen. Das ist das BMS klärt das alles. Also ihr müsst da nichts irgendwie extra eintragen. Ich habe da irgendwie ein bisschen Quatsch erzählt. Keine Ahnung, wieso. Ich dachte, man müsste die Kapazität, die erhöhte Kapazität irgendwo nochmal einstellen. Die muss ich im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber angeben. Das werde ich jetzt die Tage tun, damit das also alles auch seine Ordnung hat. Aber jetzt gucken wir uns erst nochmal an, wie es denn jetzt im Moment aussieht. Dazu drehe ich mal die Kamera. Also das habt ihr jetzt schon beim letzten Mal. Oh, könnt ihr das überhaupt sehen? Nee, könnt ihr. Ich muss mich mal hier hinhocken. Gott, okay. Also, ja, das ist also jetzt praktisch der Stand der Dinge. Ihr seht, dass ich die Erdungskabel immer noch nicht so richtig sauber verlegt habe. Wie gesagt, ich habe es einfach nicht geschafft. Das System arbeitet jetzt seit, ich habe mal eben nochmal nachgedacht, es müssten jetzt knapp 10 Tage sein. Wunderbar, wir hatten in den letzten 10 Tagen echt nicht so richtig gutes Wetter. Das heißt, einmal konnte ich die Anlage schon komplett vollladen, da war sie komplett voll. Und ja, ihr seht also, wie gesagt, jetzt habt ihr vorhin schon gesehen, die 4 Module miteinander verkabelt, alles gut. Hier oben drüber stehen schon meine Roller-Akkus, denn tatsächlich ist es in den letzten Tagen trotz nicht so gutem Wetter vorgekommen, dass ich also noch sozusagen extra Speicherkapazität brauche. Deswegen habe ich meine Roller-Akkus hier also auch schon mal aufgeladen nach einer längeren Tour und natürlich auch schon
draußen mal das Auto, den Citroën an die Steckdose angeschlossen, um also tatsächlich noch mehr Strom nutzen zu können. Also das ist irgendwie schon faszinierend, was da rüberkommt. Ja, meine Erfahrungen jetzt sind ziemlich positiv, sind und zwar deutlich positiver, als ich gedacht habe. Also nicht nur, oh, ich stehe mal auf, ich kann hier nicht so lange sitzen, das tut echt weh. Also nicht nur, dass man natürlich einfach mehr Speicherkapazität zur Verfügung hat, sondern dass ich also auch deutlich gemerkt habe, dass gerade wenn der Speicher schon ziemlich weit entladen ist, also so bei 20%, 15%, ich kann ja bis 10% runtergehen, dass man immer noch mehr Leistung ziehen kann, als das vorher der Fall war. Also das BMS scheint hier eine Begrenzung drin zu haben. Klar, kennt man ja vom Elektroauto, je niedriger der Ladestand ist, desto weniger Leistung kann entnommen werden, um die Batterie zu schützen. Das hat sich deutlich verändert. Also ich kann wirklich volle Leistung runter bis runter auf knapp 10% ziehen. Das ist also wirklich deutlich positiv zu merken. Na klar, kriegt man mehr Strom unter. Das habe ich also auch schon gemerkt. Es funktioniert also wirklich ganz großartig, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Und obwohl wir ja nur eine relativ kleine PV-Anlage haben, sprich mit 3 kW Peak, schaffen wir es also auch bei nicht dauerhafter Sonne den Speicher voll zu kriegen. Das hat auch schon funktioniert und diese hohe Kapazität zeigt sich jetzt tatsächlich mehr. Ich kann mehr von dem Eigenstrom nehmen. Bei dem vorherigen Speicher war das ein bisschen schon begrenzt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die Erweiterung des Speichers war erstmal ganz einfach auszuführen. Das hat wirklich super funktioniert, konfiguriert sich komplett automatisch, balanciert sich automatisch, alles prima. Bisher super Erfahrung damit gemacht, positive Effekte mitbekommen. Bitte fragt mich nicht, ob sich das jemals rechnet, aber es macht Spaß und das interessiert mich einfach. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal die nächsten Monate, wie sich das Ganze so bemerkbar macht. Ich werde dann nach diesem Video mal auch noch ein neues Video aufnehmen für euch, sozusagen eine Folge, denn ich mache mir im Moment ziemlich intensiv Gedanken, wie man denn mit dem Solarstrom jetzt irgendwie am besten umgeht. Auto, Haus, was auch immer. Wofür nutzt man den Solarstrom am besten? Ich kann ja auch noch unsere Wärmepumpe hier umschalten auf den eigengenutzten Strom. Und darüber werde ich euch dann auch nochmal berichten, denn dazu habe ich jetzt auch schon so ein paar Erfahrungen inzwischen sammeln können, die ganz spannend sind. Und habe mir dazu auch schon eine Meinung gebildet, aber da möchte ich noch ein bisschen recherchieren und dann gibt's dazu also nochmal ein Follow-up. Vielen Dank fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das wisst ihr. Und einen Daumen hoch wäre auch super. Und ansonsten vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.